Am 14. März ist es wieder soweit. 16 Uhr, Menschen machen Mut mit dem Thema Finanzen und Co. Bist du dabei im Livestream? Es wird spannend, denn wir haben nicht nur hochinteressante Gäste, sondern auch die Weltpremiere des Liedes Mein Bargeld von Corona Bavaria. Also, wir sehen uns. Bis dann. Aber wenn ich was für richtig erkannt habe, so wie jetzt den Widerstand gegen das Covid-19-Regime und gegen die Corona-Diktatur oder auch viele andere Dinge, dann bekenne ich mich dazu. Und dass in China das Wort Krise aus zwei Wörtern besteht, nämlich Gefahr und Chance. Und ich denke, dass das auch in unserer Zeit sich zeigen wird. Also diese Krise, die wir jetzt durchleben, ist eine ungeheure, weltumfassende Krise. Nicht immer das Alte wiederkauen, ja, und fünfmal neu verkaufen, sondern erschaffen. Ja? Also dieser Schöpfergedanke von Neuem zum Wohl für alle. Also eine gute Mischung aus dem, was wir in Deutschland gesehen haben und das, was in den USA passiert ist, ist in meinen Augen das, was ich als ja, sehr, sehr freie Marktwirtschaft sehe, die aber trotzdem auch die sozial Schwachen ein Stück weit auffängt. Und wenn das mit einem Geldsystem gepaart ist, das nicht x-beliebig ausweitbar ist, sondern gedeckt ist, dann wäre mein Wunschtraum erfüllt, sodass ich meinem Sohn auch mit echtem anfassbarem Geld eine freie Welt für die nächsten 80, 90, vielleicht 100 Jahre schenken kann. Ja. Sondern in eine gute Zukunft, in eine Zukunft von Freiheit und Demokratie. Das einfach, das ist transparent. Ja, das schlägt zu, das sitzt. Ja.